Bewusst gemeinsam leben versteht sich als Drehscheibe für Veränderungen in den Bereichen Lebensmittelversorgung, Energiesicherheit und Rückbesinnung zur Natur. Dafür machen wir uns stark. Jeder für sich und alle gemeinsam. Lieber Herr Professor Otterbohl, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, die Sie investieren. Ja, danke für die Einladung. Sie sind ja Professor, haben Studenten. Was ist denn Ihre Kernbotschaft so an den Unis? Was wollen Sie im Kern vermitteln? Ja, ich bin ja aus der Wasserwirtschaft, leite da ein Institut für Abwasserwirtschaft und Gewässerschutz. Und ich habe gemerkt, dass halt der Boden das absolute Kernthema ist. Also wir müssen die Böden verbessern, Humus aufbauen, möglichst Dauerbewuchs schaffen, der dann auch produktiv ist, dass halt auch da viel gute Nahrung wächst. Und das ist eigentlich so das Kernthema, sowohl für die Wasserwirtschaft als auch für die Landwirtschaft. Wir sind angetreten, den ländlichen Lebens- und Erlebensraum zu fördern. Wir haben in Österreich ungefähr 2000 Gemeinden und sind der Ansicht, und da haben wir prominente Unterstützung mit Helmut Mühlhammer, der war 19 Jahre Präsident der österreichischen Gemeinden, steht für die kleinen Einheiten, ist auch ein Bauer, kommt von einem Bauern. Mhm. Und dass wir so kleine Einheiten heraussuchen in Österreich und da schauen, dass wir da etwas Positives bewirken. Mhm. Wir haben gesehen, die Landwirtschaft ist natürlich wichtig. Mhm. In diesem Fokus, wie können Sie jetzt, und wir haben auch viele Herausforderungen in Österreich, wie können Sie die Bauernschaft, die Landwirtschaft entwickeln? Was wären so wichtige Dinge, dass auch Höfe wieder mit Freude übernommen werden? Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort. Das ist genau, was ich beobachte. Ich arbeite sehr viel mit Bauern zusammen, halte sehr, sehr viele Vorträge. Und die Rückmeldung ist tatsächlich, dass die Leute, die jetzt positiv wirtschaften, die einfach den Boden aufbauen, die Erträge steigen, die Pflanzengesundheit steigt, die Ausfälle werden geringer, die Abhängigkeit vom Regen nimmt ab, weil der Boden das Wasser wieder aufsaugt, wie ein Schwamm. Und das ist so, dass da die Kinder eigentlich sagen, wow, ja, da wollen wir weitermachen. Nicht alle, nicht überall, aber ich kenne einen Betrieb in Holland, der auch Bodenaufbau massiv gemacht hat, hat die beste Milchleistung in Holland und die besten Werte insgesamt. Und der hat halt 4 Kinder, alle gehen sie weiter mit der Landwirtschaft. Und solche Beispiele gibt es mehr. Und das Schöne ist, dass die Prinzipien, was man einfach machen muss als Grundlage, um die Böden aufzubauen, sind relativ einfach und gut lernbar. Da gibt es bei uns die Ökoregion Kendorf, die, glaube ich, da pionierhaft agiert auch, die Sie kennen, oder? Genau, also Kendorf ist klasse, das verfolge ich auch, was da abläuft. Es gibt ja auch die Interessengemeinschaft Gesunder Boden in Regensburg, die absolut tolle Arbeit machen, wo es auch ganz viel Informationsmaterial gibt. Und die Prinzipien selber, die sind halt machbar. Die Anwendung auf einen speziellen Betrieb und spezielle Klima, die Früchte, die man anbaut, das ist nicht einfach. Das ist echt eine Kunst, wo ich eine hohe Bewunderung für habe. Aber ich kann die Prinzipien vermitteln. Also es geht darum, die Bodenbiologie nicht immer wieder zu zerstören. Also wir haben als das wichtigste Element in der Bodengesundheit und der Pflanzenernährung die Bodenpilze, Mykorrhizen und andere. Und wenn die durchs Pflügen immer wieder kaputt gemacht werden, dann ja, haben die Pflanzen es schwer. Also weg vom Pflügen, es wird viel diskutiert in der Landwirtschaft, aber es ist nicht so durchgehend bekannt, wie man es macht, ist nicht einfach. Aber es ist machbar. In Nordamerika ist man sehr viel weiter. Und die haben jetzt gesehen, da wer so wirtschaftet, hat viel mehr Ertrag, dem geht's gut, der Betrieb geht weiter. Und das ist etwas, was jetzt auch in Mitteleuropa immer mehr bekannt wird. Also nicht mehr pflügen, nur noch grubbern oder Bodenhobel, je nach Bodenbeschaffenheit. Das ist auch eine breite Geschichte, welche Geräte und so. Da gibt es inzwischen viel Angebot. Und das andere ist halt, dass man die Biozide verringert, weil das auch das Bodenleben natürlich negativ beeinflusst. Und darüber hinaus muss der Boden mit den Substanzen versorgt werden, sodass das Bodenleben gesund ist, alles hat. Und allein um einen maximalen Ertrag zu haben, brauche ich Magnesium, Schwefel, Eisen, Mangan, Molybdän und Bor. Das sind Grundversorgungen,
ohne die es eigentlich gar nicht gut gehen kann. Da kann man keine hohen Erträge erwarten. Und viele haben viel zu wenig Erträge, auch wenn die normal aussehen in der Region. Also das ist das Erste. Und darauf baut sich dann auf, die Bodenbiologie zu verbessern, also nicht mehr pflügen, aber auch anzuimpfen. Dass da, wo halt keine Mykorrhizen mehr sind, da bringt man welche ein, über gute Komposte und so weiter. Da gibt es auch viel Erfahrung. Und wenn die Bodenbiologie dann stimmt, dann hat man halt auch diesen Schwammeffekt. Und wenn der Regen fällt, das saugt sich ein. Und wenn es trocken ist, ist das Wasser noch da. Und für die Wasserwirtschaft, das Grundwasser wird aufgefüllt. Wir haben ja jetzt die Situation, wenn es richtig stark regnet, dann haben wir Überflutung, Abschwemmung, da der braune Brühe läuft runter. Und ja, da läuft doch die Zukunft weg. Und deshalb, wenn die Böden halt entsprechend bewirtschaftet werden, dann wird das Wasser aufgesaugt. Das geht bis 150 Liter pro Quadratmeter und Stunde. Das haben wir in Europa nicht so Niederschlag. Wird einfach eingesaugt. Ne? Und ein kaputter Boden, der ist schon bei ein paar Litern, hat man da schon keine Versickerung mehr. Und dann alles Verdunstung oder Oberflächenabfluss. Und das ist das Schöne, dass die guten Möglichkeiten da sind. Und dann noch ein Plädoyer: mehr Gemüseanbau, also das die hochwertigen Pflanzen für die Menschen auch, sind wirklich gute Gemüsepflanzen. Und ich habe jetzt gerade mit jemandem zusammengesessen, der im Gemüseanbau tätig ist. Der hat mir mal vorgerechnet, was jemand mit Viehhaltung verdient und was jemand mit gutem Gemüseanbau verdient. Mhm. Da sind nicht nur Welten dazwischen, sondern das sind andere Kontinente. Ja. Und oder andere, ganz andere Dimensionen. Und da sollte man gucken, also auch die Leute, die Flächenlandwirtschaft machen, dass die mal gucken, sind nicht vielleicht ein paar Leute, die da als Subunternehmer vielleicht einen Gemüseanbau machen, vielleicht mit einer Solawi zusammen. Und dann kann man sehen, dass man die Wertschöpfung steigert. Mhm. Und das ist genau der Punkt, regionale Wertschöpfung. Da macht ihr tolle Arbeit. Ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Das ist der Kernpunkt. Und nur so kann Wohlstand sein auf dem Land. Wobei wir ja sehr viel gebirgige Fläche, kleinen Flächen haben, Bergbauern haben. Und gerade diese Orte in der Struktur, natürlich in der Entfaltung, es am schwierigsten haben. Könnte jetzt so ein Bergbauerndorf mit der kleinstrukturierten Landwirtschaft, wo sehr viel eben noch Viehwirtschaft ist, also Milch, Fleisch, könnte da so Umstrukturierung in Vollerwerb möglich sein, oder ist das illusorisch mit so kleinen Flächen? Also das kann man natürlich nicht pauschal sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Ausrichtung, ist das verschattet und so weiter. Hat viele Faktoren, aber ich weiß, dass es auch auf über 1000 Meter ertragreichen Gemüseanbau gibt. Es ist machbar. Und das sind nicht mal absolute Ausnahmestandorte, sondern das sind normale Standorte. Und ich habe gesehen, dass in den Regionen, das ist auch in Österreich übrigens, wo einer damit angefangen hat, da im Kleinwalsertal, plötzlich machen das viele andere auch. Vorher haben alle gesagt, da kann man kein Gemüse anbauen. Plötzlich geht's und es ist guten Ertrag. Ich habe selber da welches gegessen. Es ist eine tolle Qualität, weil es hat dann doch viel Sonneneinstrahlung im Sommer auch. Und das ist halt eine schöne Sache. Aber es ist halt immer wieder auch die Bodengesundheit aufzubauen, weil gerade wenn ich ein Klima habe, was halt Herausforderungen hat, dass halt das Sommerzeitfenster relativ knapp ist, da brauche ich einfach einen super Boden, wo die Pflanze einfach schnell aufläuft und schnell zur Reife kommt. Und da, wie gesagt, die Spurenelemente reinbringen, die Bodenbiologie gut füttern. Also muss ich den Boden füttern, damit die Pflanze maximal wächst. Und das heißt halt auch dann Wertschöpfung, da gibt es dann gutes Einkommen. Und wenn man den Kunden dann noch vermitteln kann, dass die ganzen Spurenelemente, die die Pflanze und den Boden gesund halten, auch den Menschen gesund halten, dann sind wir schon fast am Ziel. Ist ein sehr, sehr tiefer Zugang, was natürlich auch der Konsument dann wissen muss, dass dieses Lebensmittel ein wirkliches Lebensmittel ist und sich einfach unterscheidet. Und das würden wir auch bei uns sehen als wichtigen Impuls vom bewusst gemeinsamen Leben. Wir haben ja gewisse Partner, Sonnentor, Zotter, Frutura, die mit Geothermie ganzjährig Tomaten anbauen, nur auf Nützlingen setzen, und der auch, der Manfred Hohnsinner, gerne bereit ist, Bauern zu helfen. Es ist nicht so, dass er sagt, hey, aber
großen Betrieb und bei mir so als Fan, sondern der will auch in dem Sinne was weitergeben. Und da haben wir schon ganz ein schönes Netzwerk. Oder der Adamer Biohof, der in Niederösterreich Lebensmittel nach Wien liefert mit Biokisten mit 60 Mitarbeitern. Also das ist schon eine gewisse Größe und die zeigt, es ist in dem Sinne möglich. Und wenn wir den Fokus mehr auf das richten, glaube ich, geht es in eine gute Zukunft. Sie haben gesagt oder immer wieder Boden erwähnt. Wir haben ja Mentoren bei uns auch im Team. Einer davon, Alfred Strickl, ist ein BOKO-Professor. Welchen Bezug oder welche Verbindung haben Sie zur BOKO bei uns in Wien? Ja, mit der BOKO habe ich seit langem zusammengearbeitet. Ich bin schon seit 25 Jahren immer mal wieder da. Richtung Boden würde ich auch mich freuen über noch mehr Zusammenarbeit, weil wir haben jetzt ein paar Promotionen am Laufen in Richtung Bodenaufbau, aber aus Sicht der Wasserwirtschaft, ne, wie kann man den Nitrataustrag verhindern, wie kann man die Wasserneubildung stärken? Und das ist das Interesse der Bauern und der Wasserwirtschaft im Grunde in die gleiche Richtung. Und ja, wir sollten uns mit den Leuten zusammentun, die für eine gute Zukunft einstehen, die das tolle Wissen, was vorhanden ist, einfach auch rüberbringen. Und es ist im Moment wirklich die Bildung, die Weiterbildung auf allen Ebenen absolut entscheidend. Und das ist halt etwas, was regional sehr gut geht. Also wenn man regional was anbietet, da kommen die Leute, gerade auf dem Land, weil da ist es halt einfach, dann trifft man sich, da gibt es noch einen Kaffee oder ein Bier hinterher. Und das sollte man nutzen. Und da ist halt das, es gibt unglaublich viel, aber es gibt eine gewisse, sagen wir mal, ein Grundwissen, was einfach sich rausgestellt hat, dass das gut weiterbringt. Also das ist halt, wie ich gesagt habe, diese bestimmten Elemente, die da sein müssen, Boden, Pilze, die Mykorrhizen aufbauen. Das ist wissenschaftlich alles bekannt mit sehr, sehr guter Wissenschaft. Und das dann halt auf verschiedenen Ebenen rüberbringen. Mehr Kleinbetriebe. Also ich würde dringend empfehlen, mehr in kleine Richtung zu gehen, also die Flächen zu reduzieren und die aber so zu bearbeiten, dass man höchste Qualität hat, Bodenaufbau macht. Es ist heute so, dass 70% der Lebensmittel für die ganze Welt werden von Kleinbetrieben hergestellt. Ne? Durchschnitt 1,6 Hektar. Ja, die machen uns die Lebensmittel. Die großen Flächen brauchen wir eigentlich gar nicht, weil die machen die Böden leider heute oft kaputt. Und auch da kann man es umdrehen. Regenerative Landwirtschaft geht auch auf sehr großen Flächen. In den USA haben wir viele Betriebe, die machen regenerative Landwirtschaft auf 2000 Hektar zum Beispiel. Mit hervorragendem Erfolg. Der Pionier, der das angefangen hat, hat viele Rückschläge gehabt, aber das, was er gelernt hat, ja, davon kann man gleich lernen und fängt gleich auf einem höheren Niveau an. Und dem geht es heute gut. Der hat alle Bankkredite abbezahlt, verkleinert seinen Betrieb, weil er hat so viel Einkommen, dass er gar nicht diese 2000 Hektar braucht. Sein Sohn übernimmt, selbstverständlich. Und da gibt es viele gute Beispiele. Österreich sehen wir als Dorf letztlich inklusive Wien. Und wenn man diese Zirkulation auch der Wirtschaft des Kreislaufes in Österreich schafft, ist das wunderbar. Wir agieren auch sehr gerne als Vermittler BOKO. Schauen, wir wollen ja eine wissenschaftliche Grundlage für diese Lebensmittelversorgung, was der Iststand, wo kann man hingehen, wie kann man den Wert des Lebensmittels fördern. Bin sehr, sehr dankbar über das Gespräch und wenn ich mich wieder melden darf, bitte darum, lieber Herr Professor Oderpohl. Herzlich gern, machen wir weiter. Vielen Dank Ihnen.